Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wir sind auch mitten in den Oscars. Und wir gewinnen. Jetzt gewinnen wir. Okay. Das ist das Studiogelände. Boah, hier hätten wir die hier kassieren richtig ab. Holy shit. Ja. Sind halt wirklich schlecht geworden. Ne? Wir schaffen es auch nicht mehr, das hier hinzubekommen. Der Zug ist abgefahren, Leute. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir das noch irgendwie rumreißen. Wir haben zu viele durch das Personalmangel und Management an Personal und wie wir das gemacht haben, das Ganze haben wir schon irgendwie den Zug verpasst. Wir haben ja erst, glaube ich, wie viele Leute haben als allererstes eingestellt? Ich glaube, ein Regie erst, ne? Dann eine Schauspielerin, genau. Und später dann halt Tastistiken und dann nochmal ein Regie, noch zwei weitere Schauspieler. Und dann haben wir die behalten. Eine ganze Weile. Und haben niemanden mehr neu eingestellt. Und das war halt ein großer Fehler gewesen. Ich hätte neue, jüngere Stars oder junge Schauspieler einstellen müssen, die trainieren, pushen, PR und so weiter. Das habe ich halt nicht gemacht. Halt, ne? Das wiederum hat dann wieder dazu geführt, weil ich das nicht gemacht habe, dass halt nur wenige Leute immer zu uns gekommen sind. Dadurch ist der Personalmangel entstanden. Und durch diesen Personalmangel wiederum hatte ich einfach nicht die Zeit gehabt, um irgendwie, ne? Also wir gehen ja jetzt gerade auch wieder bergabwärts mit dem Geld, was wir ja schon mal hatten. Die traurige Musik noch dazu. Katastrophal. Katastrophal. So sollte man es auf jeden Fall nicht machen. Ja. Aber gut, so ist es nun mal. Leider. Was haben wir denn? Eine Rolle? Wütend. Okay. Ist schon sehr, sehr cool gemacht, ne? Dass das dann auch genau so gedreht war, das ist ein. Ah, das war ein Stunt, okay. Sie hören 121,5. Na gut. Ja, wir werden es nicht mehr schaffen, rauszureißen, das Ganze. Das ist vorbei. Also, ich weiß gar nicht, dass wir überhaupt noch schaffen, im Plus zu kommen. Zur Not müssen wir sogar die Gehälter wieder runterdrücken. Wenn wir auch die Gehälter runterdrücken, werden die Schauspieler schlecht gelaunt sein. Was wiederum auf dem Film auf eine Rolle spielt, dann wieder die ganze Qualität. Das wiederum verschlechtert den Film und das ist wie ein Kreislauf. Du kommst einfach nicht mehr da raus. Du bist dann so im Schuss gefangen halt, ne, da drin. Es geht dann nur noch bergabwärts die ganze Zeit. Wenn du Glück hast, schaffst du es gerade so übers Wasser zu halten. Aber wir sind auf dem 10. Platz. Also noch schlechter ist das Studio hier. Wir haben immerhin fast 20 Millionen auf dem Konto. Wir haben noch nicht mal mehr als eine Million. Holy shit, ey. Ja. Und schauspielerisch mäßig mehr. In alle. Keiner ist auf Platz 10 irgendwie drüber. Der Beste ist hier gerade mal auf Platz 17. Aber man muss sich wirklich sehr sich drum kümmern um die Schauspieler. Aber man muss hier sehr viel jetzt drauf achten. Sehr, sehr viel.
Na, die haben noch nicht mal mehr Gefolgsleute. Ja. Ist halt schlecht. Schaffen es einfach nicht mehr nach oben zu kommen. Wir haben den Zug verpasst. Kann man eigentlich hier die Filme angucken von denen? Nee, ne? Nee, das leider geht nicht. Schade. Und dazu kommt noch, wir haben, wie schon gesagt, wir haben zu wenig Schauspieler eingestellt von Anfang an. Und dadurch wiederum zu wenig Filme produziert. Also wir haben von Anfang an zu viele Fehler gemacht. Das hier müsste, glaube ich, auch bald zu Ende sein. Ne? Dann kommt ja das hier. Warte, wo ist es hin? Komödie und sein Switchen, genau, da wurde es wieder verbessert. Wir hauen aber jetzt den hier schnell raus. Ja komm, 150.000, vielleicht bringt das ja was. Dann kurz vor der Pleite stehen wir. Ich glaube, wir schaffen es noch nicht mal. Bis 2005 zu spielen. Oh mein Gott. Geninteresse schlecht. Verdammt. Mal schauen. Gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. War gar nicht mal so schlechter Actionfilm. War okay. Ja, das Geninteresse ist halt natürlich im Mensch schlecht. Ne? Das kommt halt auch noch dazu, halt, ne, mit dem Fehler. Dadurch, dass wir uns nur auf zwei Sachen uns fokussiert haben, haben wir keine Möglichkeit mehr auszuweichen, halt, ne? Komödienfilme zu machen oder so. Ja, ist halt, ne? Aber immerhin. Sonst haben alle, waren alle mit Verfolg. Vielleicht gibt es ja dafür einen Oscar. Boah, fast 400.000. Aber nur 26 Monate. Das liegt aber auch daran, dass die nicht so weit laufen mussten halt, ne? Das verkürzt auch die Zeit. Das ist ganz gut.
Achso, stimmt, das wollte ich halt auch noch erwähnen. Habt ihr das auch gemerkt mit den Stunt-Typen, dass der ja ein Mann war und die Frau eigentlich, ne, die Schauspielerin ist eigentlich eine Frau und der Stunt-Double ist ein Mann halt, ne? Hat man komplett gesehen. Das hat natürlich halt, ja, Ähnlichkeiten. Schlechter hätte man es nicht machen können. Wir hatten leider aber keine anderen Stunt-Leute gehabt. Der andere war ja noch komplett ausgepowert gewesen. Naja. Immerhin spielt er. Oh, immerhin auf Platz 10. Wir schaffen es doch noch bis 2005. Mal sehen. So, das wird jetzt beendet. Genau, das ist jetzt beendet, das hier. Nee, das müsste nie. Das fängt jetzt erst an. Genau, und später kommt dann das hier. Das heißt, eigentlich kommen jetzt erst Action. Oh shit, wir haben ein paar Minuten warten müssen. Ne? Dann wäre das Geninteresse vielleicht ein bisschen größer gewesen. Als ein Actionfilm war. Shit. Nochmal aufpushen kann man es nicht, ne? Oh doch, ist relativ gut gestiegen, muss man sagen. Okay. Das ist auch ein Actionfilm. Aber bis der jetzt fertig gedreht ist, dauert zu lange. Wir können aber Komödien sei schon. Hier. Hä? Sind schon welche dabei? Warte mal, wie sieht denn hier der Stresspegel aus? Ah, es geht so. Das ist eigentlich soweit gut. Schauspielerisch mäßig, ne? Mann, Frau, passt, ja. Die ist ausgeruht. Er ist zum Teil ausgeruht. Okay, das müsste gehen. Schauen wir mal. Ja, wir haben keine Erfolgsleute. Das macht die halt mega unzufrieden halt, ne? Die ist komplett unglücklich. Sie braucht Assistenten. Aber ich habe keine mehr. Das war das Problem. Und hier. Okay, das ist schon fertig. Wir werden auf jeden Fall drei Drehbücher. Die schon fertig sind soweit. Müssen nur noch gedreht werden. Ja. Sind die fertig? Nee, ne? Doch, die müssen auch schon. Na, ja, doch, das ist schon fertig. Hä? Oh, ich habe aus Versehen. Huch. Warte mal, ist eigentlich der hier mit PR? Ja, doch, ist ja auch schon. Ja, den heben wir ja auf, stimmt. Ah, shit. Ja, das ist halt ganz blöd alles gemacht. Also, eigentlich haben wir schon verloren, muss man einfach ganz klar sagen. Wir haben schon verloren. Wir haben verloren, Leute. Sie ist halbwegs ausgeruht. Aber Regie ist noch. Ah, sie braucht noch. Wir müssten eigentlich nochmal. Nee, ein Actionfilm bringt ja nichts mehr zu machen. Wir können nochmal
Was haben wir denn jetzt hier? Sind Switchen. Ja doch, wir können hier. U-Bahn-Station. U-Bahn-Waggon. Raumschiffbrücke. Fremder Planet. Kaserne, oh, ist auch cool. Haben wir auch bisher noch nie gesehen. Ja, wir haben so einiges nicht gesehen halt, ne? Aber wir kommen, glaube ich, auch nicht mehr da raus. Oh, wir sind sogar ein bisschen aufgestiegen. Nice. Ich weiß nicht, dass sich das jetzt wirklich noch lohnt, irgendwie noch weiterzumachen. Weiß ich nicht. Wir haben zu viele Fehler gemacht. 45 ist die. Es kommen einfach keine neuen Leute mehr, ne? Schade. Und unsere Leute hier, wie sieht's hier aus? 60. Die geht jetzt auch. Ne, die geht erst in 10 Jahren. In Rente, okay. Ja, wir haben halt viele, viele Fehler gemacht. Das ist halt natürlich schade. Also vielleicht werde ich das nochmal, also privat werde ich das auf jeden Fall nochmal spielen. Und wenn ich dann das Ganze besser gemacht habe, werde ich vielleicht mal so eine Stunde oder 2 Stunden mal eine Aufnahme davon machen. Und die vielleicht veröffentlichen, mal sehen, wie es dann aussieht, wenn man es besser machen würde. Also das Gute ist ja, ich habe jetzt Zeit halt vorher. Ich weiß jetzt, auf was ich mehr achten muss halt, ne? Das hat mir halt gefehlt. Aber daran merkt man, wie schwer das Spiel eigentlich ist, ne? Von Anfang an. Wenn man da das ein oder andere verkehrt macht, dann schafft man es nicht mehr rückgängig zu machen, den Fehler. Das ist halt, ne? Der Film wird nicht mehr viel einbringen. Der wird jetzt seinen Höhepunkt erreicht haben, zum größten Teil. Und jetzt wird das jetzt nur noch bergabwärts gehen, wieder mit dem Geld. Wir müssen noch einen Film drehen. Na gut, den können wir veröffentlichen, rein theoretisch gesehen, aber es bringt ja nichts, solange das Interesse einfach nicht gut genug ist. Was sagt die Presse gerade dazu? Ja, das ist ja noch egal. Rosal macht. Ach komm, wir hauen es raus, Leute, oder? Machen das höchste PR. 200.000, mehr geht nicht. Mal schauen, was passiert. So, Leistung ist eigentlich ziemlich gut, abgesehen von Ihnen hier. Ist eigentlich ziemlich gut. Q-Erfahrung, ja klar. Ja. Ah, Geninteresse auch schlecht, ne? Shit. Aber eigentlich nicht vollkommen schlecht, ne? Es geht eigentlich. Mal schauen.
Ja, also ich muss sagen, grottenschlecht. Der hat ja auch nur Logik gehabt, ey. Was hat das Raumschiff mit der Hütte zu tun? Und dann noch die ganzen Leute da hinten, habt ihr gesehen, der eine Typ hatte Cowboy-Sachen angehabt und saß da einfach nur rum. Das hat mal absolut null Sinn ergeben, das Ganze. Boah, Alter, teuer war er auch, aber relativ schnell. 5 Monate gerade, wow. Haben sie ja richtig schnell. Achso, nee. Nicht 5 Monate, Quatsch. Weil wir nochmal, ja, das war der Fehler gewesen von mir. Marketingkammer für ihn hat die. Ja, war zu teuer gewesen, die PR. Ja. Wir werden es nicht mal umreißen. Das war's. Oh wow, wir sind nochmal ein bisschen gestiegen. Ne, sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht alles nicht mehr gut aus. Der wollte jetzt natürlich noch ein bisschen reinbringen, aber das wird nicht lange halten und danach wird es wieder abstürzen. Ja, schade. Schade, schade. Aber ich habe keine Ahnung, also schon gesagt, früher habe ich das irgendwie besser alles hinbekommen. Aber da habe ich auch, glaube ich, 3 oder 4 Versuche gebraucht, bis ich erst das Ganze verstanden habe und wusste, wie ich, was ich machen muss. Sag ich mal, um das Ganze wirklich zum Erfolg zu bringen, halt, ne? Das Studio und die Schauspieler und alles. Na gut. Ganz ehrlich gesagt, ich würde sagen, wir beenden das Projekt. Ich sage, wir haben noch nicht 2005, aber das würde jetzt auch nichts mehr bringen, jetzt nochmal in die Länge zu ziehen, das Ganze. Weil die meisten Sets haben wir, glaube ich, sogar. Ich bin mir nicht sicher, dass da noch was kommt. Ich glaube nicht mehr wirklich. Raumschiffbrücke 4 hätte man noch, eine Raumschiffbrücke, eine neue. Aber warte mal, das Brücke 4. Es fehlt noch eine Raumschiffbrücke 3. Und dann Korridor 5 haben wir noch bekommen. Ja, es bringt halt nichts, das jetzt alles nochmal rauszuzögern halt, ne? Es bringt halt euch nichts, so Blödsinn das zu machen. Wir sind halt wirklich, ist ein gut, es geht gerade wieder ein bisschen bergaufwärts, aber das wird das Ruder nicht mal rumreißen. Dafür fehlt uns auch die Zeit, bis wir dies und jenes wieder gemacht haben und ja. Deswegen denke ich mal, ist es schon sinnvoller, das Projekt zu beenden. Ich hoffe, es hat euch trotz dessen das Ganze gefallen, mal wieder den alten Klassiker mal wieder zu spielen von 2005. Ich hoffe, dass irgendwann Microsoft doch nochmal die Lizenz verkauft an ein Studio, an ein Entwicklerstudio oder Publisher, der vielleicht daraus was macht oder vielleicht sogar Microsoft selbst was daraus macht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht wirklich daran, muss ich sagen. Aber man weiß es ja nie, ne? Aber es sind jetzt auch schon sehr viele Jahre vergangen. Mal sehen. Vielleicht kommt ja nochmal der Movie 2 raus. Wer weiß, ne? Ich hoffe es sehr. Weil es würde sich definitiv finanziell sich lohnen, wenn man das Ganze nochmal, sag ich mal, in unseren heutigen Zeiten, sag ich mal, ein bisschen anpassen tut halt, ne? Man muss schon sagen, das Spiel ist schon sehr knackig gemacht halt, ne? Also mit einem Anlauf wird es niemand schaffen, das Spiel
perfekt hinzubekommen. Das kannst du vergessen. Da brauchst du schon 2, 3 Anläufe, bevor du es wirklich Richtung perfekt, sag ich mal, spielen tust. Also wirklich auf Platz 1 die Stars sind oder in den Tops Platzierungen. Das Studio genauso. Wie schon gesagt, früher habe ich wirklich das richtig übelst gemacht und habe auch mehrere Anläufe vorher gebraucht. Und danach, wo es halt richtig funktioniert hat, waren hier alles voller Leute gewesen. Überall standen hier Schlangen. Jeder wollte in mein Studio arbeiten. Jeder. Ich hatte so viel Personal gehabt. Ich wusste auch mal gar nicht mehr, wohin damit, weil ich so viel hatte. Aber da hat das halt auch alles gut funktioniert, ne? Ja. Auf jeden Fall ein schönes Spiel. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder reinzuschauen. Und gut, die Grafik, ne, ist halt natürlich veraltet, das ist ja klar. Ne? Aber nichtsdestotrotz finde ich trotzdem schön gemacht immer noch. Auch wenn sie schon ein bisschen altbacken ist, ne? Das eine oder andere. Weil hier Kantenplättung fehlt hier komplett irgendwie im Spiel. Aber gut, das ist halt nur so gewesen damals halt, ne? Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und für die ganzen Likes. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder schönen Abend. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Und es werden auf jeden Fall noch viele andere Projekte noch kommen. Und wie schon gesagt, mit dem Film drehen, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Auch zeitlich her, ne? Das kostet ja auch Zeit. Da muss ich mal schauen. Ich will mich da aber jetzt nicht irgendwie festnageln und sagen, ja, ich mache das jetzt und es kommt dann und dann raus oder so. Mal schauen. Gucken wir einfach mal. Na gut, Leute, dann mach's gut und bis dann. Ciao.